Es ist ein Puschlitz. 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 Puschlitz, 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 Puschlitz. Puschlitz. Ooh, yeah. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Simulatoren-Special. Und wie ihr hier schon unschwer erkennen könnt, wisst ihr bereits, was wir jetzt spielen werden. Und zwar den hochwertigsten Simulator, zumindest wenn es um das Hauptmenü geht. Wir spielen den Drag Racing Simulator. Ich ahne bereits Schreckliches. So, bevor wir loslegen auf diesem, ja, englischsprachigen Spiel, noch ein Blick in die Optionen. Ich habe nämlich nochmal Lust, die Grafikeinstellungen zu verstellen. Oh, was erblicken denn meine Augen? Wir haben ja gar keine Grafikeinstellungen. Wir können nur die Lautstärke von der Musik und vom Sound einstellen und Motion Blur aktivieren. Ich weiß nicht, was es ist. Ich habe auch Angst, da drauf zu drücken. Deswegen lassen wir das lieber mal. So, okay. Help. Wait for the green light. Okay, wir müssen aufs grüne Licht an. Akletatzeratzre bei dreckigen Brutten. Also Pfeil da oben ist Gas geben. Switch gears up and down. Ah ne, halt. Wir müssen Dreckigen nur Brutten machen. Und mit Pfeiltasten können wir schalten. Switch gears. Okay. Akletatzing too quickly. Ken Kause. Dragster to crash. Okay, das klingt jetzt nicht allzu schwierig. Wir lassen uns mal überraschen. So, standesgemäß. Oh, ich kann hier nur Peter P. heißen. Okay, dann heißt halt Peter P. So. Race 1 ist freigeschaltet. Alle anderen noch nicht. Wir haben $750 auf der Uhr. Das heißt, gewinnen wir, kriegen wir $750. Wir haben nämlich noch 0. Das heißt, wir sollten mal ein bisschen unser Budget erhöhen. Okay, Tuning ist... Oh Gott, schaut euch diese Grafik hier an. Der Mauszeiger verschwindet hinterm Dragster. Wir können doch überhaupt nichts einstellen, verbessern, sonstige Tätigkeiten durchführen, weil wir noch zu arm sind. Es geht los. Ich weiß nicht, was... Oh Gott, ist das laut, ey. Moment. Gott, ist das laut. Ich muss nochmal raus. So, Soundeffekte machen wir gleich auf 2, sonst hört ihr mich gar nicht mehr. Okay, jetzt sollte das eigentlich besser sein. Okay, jetzt hört man sie zwar nicht mehr, aber egal. So, Aklet bei Dragging. Oh, ich muss den hier offensichtlich schieben. Habe ich das jetzt richtig entdeckt? Ich weiß es nicht. Wir probieren es mal. Oh Gott. Disqualifikation. Ups. Ich darf offensichtlich erst schieben, wenn die Ampel grün ist. Na, das kann ja was werden. Achtung, gelb, gelb, grün. Ah! Scheiß Dreck. Oh mein Gott. Also, auf ein neues. So. Ich bin zu schnell. Aber jetzt hat. Jetzt läuft's. Ich muss das hier im Gleichgewicht halten, Leute. Sonst driftet beide in die Luft. Ich hab gewonnen! Ja! New Record! Jetzt habe ich den Dreh raus. Auch wenn er zugegebenermaßen eine höchst eigenwillige Steuerung ist. Gut, also Race 2. Oh, hier kann ich meinen Dragster auch noch drehen. Sensationell. Warum hat er hier eigentlich keinen Spoiler? Er muss ja erst kaufen. Eieieiei. Das erklärt wahrscheinlich auch, warum der hier so hoch in die Lüfte steigt. Ein Dragster ohne Spoiler habe ich ehrlich gesagt auch noch nie gesehen. Los geht's. Uah. Mehr Gas. Yeah. Racing and fun in the house. Und gewonnen mit 199 Meilen. Nicht kmh, wie ich glaube vorhin fälschlicherweise gesagt habe. Der Fun kennt keine Grenzen. Aber ich kann mir immerhin jetzt einen Spoiler leisten. Das ist doch schon mal was. So, jetzt habe ich noch $500. Was kriege ich für $500? Nichts. Auch gut. Oh, jetzt habe ich den falschen Knopf noch gedrückt. Okay. Immerhin haben wir aber jetzt mal einen Spoiler. Das heißt,
vielleicht steige ich jetzt nicht mehr so in die Luft. Achtung, und green. Doch, ich steige immer noch genauso in die Luft und bin auch noch explodiert. Scheißdreck. Ich dachte, der bringt mir hier durchaus etwas Bodenhaftung, aber war wohl nicht so. Und let's race. Oh, 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 oh. Aber jetzt liege ich in Führung. Schaut euch an, wie das ist. Ich komme mir vor wie auf einem Schwingschiff. Aber immerhin 227 Meilen. Ich glaube, ein neues Rekordtempo. Wow. Hurra. Ich koche vor Fun, Leute. Jetzt kaufe ich mir Wheels. Jetzt habe ich offensichtlich verbesserte Reifen. Und wieder. Und einmal eine andere Strecke. Aber wenn ich mich hier mal so ein bisschen umschaue, und immer noch trotzdem noch gewonnen mit 250 Meilen. Wow. Dieses Spiel bricht mein absolutes Spaßlevel auf ein, ja, auf ein Minimum herunter. Es ist so putzlangweilig. Ich meine, und ich spiele das 6 Minuten da. Oh mein Gott. Es gibt keinen Gott, sage ich einfach mal. Jetzt haben wir noch eine neue Engine geholt, also einen neuen Motor. Mal schauen, was jetzt anders ist. Außer, dass ich wahrscheinlich wieder einen Zacken schneller fahre. So. Oh, 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 oh. Vorsicht. Und jetzt Full Speed. Und der andere zittert schon ran. Und er zittert an mir vorbei. Und ich habe verloren. Kacke. Und ich muss den Scheiß nochmal machen. Oh mein Gott. Bitte rettet mich. Und let's race. Jetzt schaut's doch schon zacken besser aus. Ich muss vorsichtig agieren. Ich habe gewonnen mit 323 Meilen. Da hat sich das Update aber mal gelohnt. Jetzt gibt's schon $1000 zu gewinnen. Juhu. Ich kann mir auch im Moment nichts leisten. Noch eine andere Farbe. Achso, das gibt's jetzt, weil ich in der zweiten Spalte angekommen bin, oder was? Oh, ei, ei. Auf geht's! Du X-Monster da drüben, dich besiege ich doch mit links und disqualifiziert. Zu früh losgefahren. Okay, ich nehme das nochmal zurück. Jetzt besiege ich dich mit links. Du Nulland Financial. Bist auch nur so gut, weil du einen Sponsor hast, aber gegen mich kommst du nicht an. Schau dir meine Race Attraction Squatchens an. Zwar nur 299, aber es hat gereicht. Es hat gereicht, um dieses unheimlich langweilige Rennen zu gewinnen. Race 7. Mich würde mal interessieren, ob nach Race 20 ich das Spiel schon durchgespielt habe. Schauen wir mal, wie lange wir uns ja quasi dazu erbarmen können, dieses Spiel zu spielen. Jetzt habe ich einen Frontflügel. Sehe ich hier. So, okay. Nicht, dass ich mich noch hier zu sehr am Menü ergötze. Es ist Abend geworden. Und go! Neon! Neon! Neon Full Speed! Mit 325 Sachen durchs Ziel. Oh, ich hab keinen Bock mehr. Dieses Spiel hat so viel Tiefgang wie eine Pfütze bei leichten Dieselregen. Aber immerhin kann ich mir jetzt einen Tank leisten. Wow, was bringt mir der? Die Strecke ist eh immer so kurz. Naja, schauen wir mal. Und go! Oh, ich habe den Pfeil nicht getroffen. Scheißdreck. Und auch noch zu allem Überfluss explodiert. Naja, das konnte ja nichts werden. Das habe ich ja schon von vornherein gesehen. Und jetzt. Achtung! Und go! Also, Leute, ich muss mal kurz mit 310 noch ins Ziel explodiert. Als Sieger. Guckt jemand von euch Drag Races im Fernsehen an? Wenn ja, es würde mich mal interessieren, ob das realistisch ist, dass die Drags andauernd so hoch steigen. Verbessern wir mal den Flügel. Wenn da jemand eine Information für mich hat, ich bin sehr dankbar drüber. Mich würde das nämlich echt mal interessieren. Das kommt nämlich fast ein wenig unrealistisch vor.
Und jetzt ist es Nacht und Aura explodiert. Da lag ich wohl offensichtlich zu schnell in der Luft. Und go! Vorsichtig. Jetzt muss ich Full Speed! Full Speed! Und ich hab doch verloren. Ja, wie geht denn das? Da war ich mir so sicher. Also nochmal. Aber jetzt. Und zack. Vorsichtig. Und jetzt habe ich es geschafft. Mit 335 Meilen siegreich ins Ziel. Und jetzt kommt schon das 10. von 20 Rennen. Leck mich am Arsch. Sind wir schnell. Können wir uns was leisten? Natürlich nicht. Egal. Oh, jetzt gegen Pix. Das kann ich lesen, ist zu gelb. Konzentration, let's go. Oh, ich bin zu früh losgefahren. Das will ich nochmal in der Zeitlupe sehen. Das kann ich nicht akzeptieren. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass ich da zu früh bin. Aber egal. Schon wieder? Du bist da aber am Holzweg, lieber Computer. So, jetzt warte ich aber ganz genau. Und let's go. Jetzt kein Frühstart. Wollt ihr mich verarschen hier, oder was? Jetzt bin ich zwar richtig los. Und schaff ich's! Yeah! Sogar noch geschafft. Ein ganz kurzer Hinweis, nachdem wir jetzt 50% des Spiels schon durchgespielt haben, den Spaß, den ich hier charakterisiere, ist geschauspielert. Dieses Spiel ist putzlangweilig. Aber wir holen uns bessere Reifen. Du machst hier permanent jedes Mal dasselbe. Und die Dinge, die du für dein Fahrzeug kaufst, ich habe jetzt persönlich nicht das Gefühl, dass es sich irgendwie anders fährt. Es fährt sich meiner Meinung nach immer noch genauso. Zudem steht da Michael auf der Bande und ich weiß nicht warum. Oh, jetzt treffe ich wieder den Knopf nicht. Wer ist Michael? Ist das der, der dieses Spiel verbrochen hat? Natürlich habe ich es nicht geschafft. Wer ist Michael? Michael, wenn du dieses Video siehst und dich angesprochen fühlst, melde dich. Ich möchte wissen, warum dieses Spiel nach dir benannt ist. Ich habe es wieder nicht geschafft. Du hast ja null Zeit, auch noch auf was anderes zu gucken. Aber jetzt vielleicht. Ja, ich hab's geschafft. Juhu. Ich habe meinen Gegner, meine zugegebenermaßen namenlosen Gegner, geschlagen. So, neues Chassis. Jetzt kommt der Husten wieder, ey. Nimm mal Blau funkt. Das ist doch keine Anspielung auf eine bekannte Marke mit dem blauen Punkt. Man weiß es nicht. Und go! Sieht gut aus. Yeah! Aber weißt du, welche Erkenntnis ich übertreffe? Dass mein Tank so gefühlt eine Sekunde vorm Ziel immer leer geht. Deswegen werde ich den jetzt auch mal tunen. So. Und jetzt sind wir hier a Stonehenge. A Stonehenge. Ist das eine Anspielung auf eine bekannte Rennstrecke? Oh, das ist ein Duell auf Augenhöhe. Und wer gewinnt es? Ich nicht. Das müssen wir gleich nochmal machen hier. Auf geht's. Okay. Das sieht doch jetzt besser aus, oder? Tank war leer, aber mit 391 Sachen
noch den Sieg eingefahren. Race 14, wir marschieren hier ja durch, wie wenn es kein Morgen gäbe. Die Engine können wir doch mal auftunen. Jetzt haben wir wieder einen stärkeren Motor. Zumindest augenscheinlich. Und was geht jetzt? Achtung! Let's race! Und explodiert! You crashed! Scheißdreck! Ich dachte eigentlich mittlerweile den Dreh rauszuhaben. Aber vielleicht jetzt. Achtung! Full Speed, erreiche ich den nochmal? Nein, der war schon über alle Berge. One more try. Achtung. Ghoster. Und jetzt. Achtung. Yeah! Leck mich doch ein Popokatapel, ey. Schon wieder Frühstart. Ich glaube, da stimmt irgendwas noch nicht mit der Ampel. Die ist defekt. Achtung jetzt. Jetzt hat's gepasst. Aber ich glaube, der ist schon wieder über alle Berge. Es wird zunehmend, muss ich gestehen, ein bisschen schwieriger. Hätte ich nicht erwartet. Aber jetzt. Mal schauen, wie es ausschaut. Jetzt, auf geht's. Go! Na okay, so fängt man natürlich da drin an, ne? Indem man den Pfeil wieder nicht erwischt. Ich habe mich jetzt extra explodieren lassen. Wisst ihr, was ich auch cool finde? Man muss hier dem Spieler nicht lenken. Das heißt also, man hat auch keine Gefahr, dass das Fahrzeug mal vielleicht nach links oder wegen nach rechts ausbricht und eine hypermäßig große Explosion verursacht, indem sie den Gegner reinrast. Aber jetzt. Jetzt habe ich ihn! Und ich komme ins Ziel als der Winner! Yeah! 15! Jetzt sind wir schon 15! Liebe Freunde, wir können es schaffen! We did it! Achtung! 3, 3, go! Yeah! Jetzt sind wir Full Speed! Und mit 384 zwirbeln wir als Erster über die Ziellinie. Race 16. Jetzt können wir hier Fire Devil Outfit wählen. So, wir haben von allen zwei. Was tunen wir denn nochmal auf? Motor. Ich glaube, den können wir hier gebrauchen. Jetzt geht's los. Achtung! Das war zu gutmütig. Wäre jetzt auch zu schön gewesen. Achtung. Achtung. Sehr schön. Ich muss da noch ein bisschen an meiner Taktik feilen. Das hat noch nicht ganz hingehauen. Achtung. So, das hat zwar jetzt hingehauen, aber der Gegner ist bereits über alle Berge. BBS. Ist das eine Anspielung auf einen Fernsehsender oder auf eine Bank? Man weiß es nicht genau. Achtung. Der Gegner ist im Moment noch zu stark. Das packe ich noch nicht. Achtung, jetzt schaut mal. Achtung. Bratsch, wie die immer am Start hingeschmissen werden, ey. Echt geil. Das sah besser aus. Da war ich aber noch ein Stückchen zu stürmisch. Nochmal, Achtung. Das langt immer noch nicht ganz. Das langt noch nicht ganz. Komm, jetzt versuchen wir das nochmal. Achtung. Zack, 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 zack. Bounce. Das war gut. Das war gut. Aber ich hab noch Ticken. So rum fehlt noch. Achtung.
Frühstart. Leck mich doch am Locken, ey. Achtung, aber jetzt. Und Race. Muratskumpel Patschneff. Esch, gusch. 2, 3. Grü. Ey, das war rechtzeitig. Nicht zu früh. Das Spiel brutzt mich an, ey. Leute, ich krieg gleich einen Nervenzusammenbruch. Jetzt aber. Full Speed! Ich hab das zu spät kassiert, ey. Das war schon nicht schlecht. Ich hätte nur den Temporegler dann schneller hochmachen müssen. Nochmal. Fahr schon, gib Gas! Nein! Fuck! Fuck, fuck, fuck! Aber jetzt. Gib Gas, gib Gas! Full Speed und ja! Race 17, ich muss meinen Tank vergrößern, das hilft nichts. Das habe ich wieder gemerkt, der ist am Ende nochmal ganz bedrohlich nahe gekommen. Aber jetzt, Race 17, komm, das schaffen wir, wir spielen das Spiel durch. Da war ich wieder zu stürmisch. Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Fireball, ey, das ist doch meine Strecke, Hausstrecke. Komm schon, Full Speed, ohne nach hinten zu schauen, ich schaffe es. Ich war doch vorne. Ich war doch vorne, oben auf dem Mini-Anzeiger. Oh. Disqualifikation, leckt mich doch am Sackersatz, ey. Jetzt aber. Okay, jetzt weiß ich, dass ich es zu früh gemacht habe. Aber jetzt, komm schon. Und, go! Ich hab das noch nicht 100% fit, Leute. Jetzt aber. Aggressionslevel 9 von 10. Hiermit erreicht. Ich kann nicht so Rücksicht nehmen, ey, weil sonst zischt er mir ab. Und schon wieder Disqualifikation. Also dieses Spiel, ey, ich krieg explosionsartige Anfälle noch. Liebe Freunde, ich kann für nichts mehr garantieren jetzt. Achtung, Achtung. Ich hab schon fast alle Verbesserungen. Was soll ich denn noch machen? Ey, dieses Fahrzeug steigt in die Himmel, ey. Das soll doch eigentlich an Boden gepresst werden durch die Spoiler. So, jetzt komme ich zwar mal immerhin bis in Richtung des Ziels, aber ich bin trotzdem zu langsam. 8,2 Sekunden, ey. Ich muss aggressiver werden. Okay, das war zu aggressiv. Let's go. Gib Speed, du Knallarsch-Fixi. Mach mal langsamer, ey. 8,21, ey. Ich muss aggressiver vorgehen. Komm schon. Oh, jetzt ist der auch noch kurz vorm... Da bin ich wieder. Mein Spiel hat sich leider verabschiedet. Klassischer Hang It On.
Vielleicht schaffe ich es jetzt. Bitte, 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 bitte. Ja! Geschafft! Geschafft! We did it! Yes! 18, komm, das schaffen wir doch. Wir müssen das zusammen schaffen, Freunde. Tuning kann ich mir nicht leisten. Egal. Wir müssen das zusammen schaffen. Aber jetzt, komm schon. Zack, zack. Ah! Ah! Wieder ein Zacken zu hoch, ey. Jetzt aber. Ding, ding. Komm schon, komm schon. Fahr zu. Nein, du Arschknips, Arschknupsen, ey. Knips, fix, sicki, kitsch, gif, gatsch, gocken, ey. Wie kommt der an mir vorbei? Ah, zu hoch. Nochmal. Keine Gnade jetzt. Okay, das war offensichtlich. Ganz ruhig, Peter. Peter, sei ruhig und fahr ins Ziel. Okay, jetzt aber. Bitte, bitte. Was ist das? Was ist das? Warum zieht der an mir vorbei? Ich mach doch das Beste, ey. Hey, du Schwonski, ey. Du Schwonski. Zack, zack, zack. Go! Risiko und Full Speed. Ich kann überschalten. Ich hab alles verkackt. 8,03. Ich hab's verkackt. Ah ja, ey. Ich muss, glaube ich, früher schalten. Sonst verliere ich zu viel Schwung. Achtung. Lambo, Lambo, Famba, Bambo. Ich bin zu sehr damit beschäftigt, das Gleichgewicht zu halten, dass ich Schalten vergesse. Okay, das war zu stürmig. Ganz ruhig. Ying und Yang im Einklang. Ying und Yang sind meine Freunde. Oh ja, den Knopf, den müsste man schon treffen, dann könnte man auch zufahren. So, jetzt, Achtung, und was passiert, was passiert, was passiert? Es war knapp. Das habe ich gesehen. Jetzt hat es auch besser funktioniert. Ah, jetzt nochmal. Achtung. Disqualifikation. Ich glaube, mich tritt der Hodensack. Achtung. Molten. Molten ist ein schwedisches Schimpfwort und stammt aus den Georgenbergen. Da ging jetzt somit alles schief, was schief laufen konnte. Meine Geduld ist niedrig, Leute. Was passiert? Was passiert? Was passiert? Schaut immer auf den letzten Metern, ey. Immer 8,03. Ey, was geht denn hier? Kann man es überhaupt schaffen? Ey, langsam habe ich echt keinen Bock mehr. Jetzt probiere es noch einmal und danach mache ich Feierabend, ey. Dieses Spiel brunzt mich sowas von auf alle Körperteile, die gerade nicht bedeckt sind. Was passiert? Was passiert? Was passiert? Ah! Exit. Nie wieder spiele ich dieses Spiel. Nie wieder. Na komm, okay. Aber es ist jetzt wirklich das allerletzte Mal. Ich schwör's euch. Mache ich mal was. Jetzt selle ich mal hier eins vor meinem Reifen und tune dafür den Tank. Das ist jetzt aber auch wirklich, Leute, der letzte Versuch.
Achtung. Okay, das ist jetzt mein Fehler gewesen. Achtung. 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 Mungo Mungo, ey, warum sinkt der mit seinem Fettkopf lang Schnauzenflügel nicht wieder nach unten? Ey, du hast keine Chance. Keine Chance hast du hier. Achtung. Der guckt dir dann an, wie der da dir vorbeizieht, als ob er Hummel im Arsch hätte. Okay, wir belassen es dabei. Wir sind immerhin bis Race 18 gekommen, das ist doch schon mal was. Ja, herzlichen Dank für eure Geduld, die ihr mit mir hier aufgebracht habt. Dieses Spiel fördert durchaus Aggression, also wenn ihr euch den Tag über geärgert habt und gerade keinen Boxsack zur Hand habt, einfach mal den Drag Racing Simulator spielen. Und sich ärgern, wenn ihr ein wirklich eigentlich gutes Rennen hinlegt und der Gegner dann trotzdem an euch vorbeizieht. Bis zum nächsten Mal, wenn wir weitere lustige Spiele miteinander spielen. Wünscht euch euer Peter Puschlitz. Bye bye.